Der Geiger Ziyu He gehört mit seinen 16 Jahren zu den jüngsten Teilnehmern bei diesem Wettbewerb. Er hat Publikum und Jury von der ersten Runde an überzeugt, mit einem kraftvollen Ton und einem souveränen Auftritt. Aber vor allem bei der Interpretation des Auftragswerks Florilegium von Johannes X. Schachtner hat er alle in Staunen versetzt. Das hat er nämlich auswendig gespielt und dazu mit ganz viel Präsenz und Leichtigkeit, und bei so einem modernen zeitgenössischen Stück ist das schon eine ziemliche Nummer. Dafür gab es dann auch den dazugehörigen Sonderpreis. Für den ersten Preis in diesem Wettbewerb hat es nicht ganz gereicht, aber für den zweiten. Und es ist nicht das erste Mal, dass Ziyu so erfolgreich ist bei einem Wettbewerb. Erst vor wenigen Wochen hat er die Menuhin Competition in London gewonnen. Und da gibt es zum ersten Preis noch ein sehr üppiges Sahnehäubchen dazu, nämlich die Leihgabe einer Stradivari. Er spielt jetzt also seit ein paar Wochen die Stradivari Ex-Schneiderhand von 1715. Und er hütet sie wie einen Schatz, und es ist fast rührend, wenn man ihn dann dabei beobachtet, wie er sie einhüllt in das Tuch und in den Geigengassen packt. Das ist schon eine Kunst für sich. Wir haben da also ein ganz junges Paar, jetzt gleich vor uns, Geiger und Geige, und die beiden kennen sich kaum. Auch wenn man öfter hört, dass das oft sehr lange dauert, bis es wirklich funkt zwischen Geiger und Stradivari, Ziyu betont, dass seine ganz charmant zu ihm ist und dass das vom ersten Moment an gut funktioniert hat mit ihnen. Vor 5 Jahren ist Ziyu mit seiner Mutter nach Salzburg gezogen, um dort am renommierten Mozarteum zu studieren. Für ihn ist das der beste Ort, um alles über Musik zu erfahren. Und ich sage bewusst Musik, denn Geige spielen allein, das reicht ihm nämlich nicht. Das ist viel zu einseitig, sagt er. Er spielt auch noch Viola. Flöte möchte er noch lernen und auch dirigieren. Mit 16 Jahren hat er ja auch noch genug Zeit für das alles. Die nächsten 20 Minuten widmet er aber nur Ihnen und der Musik. Hier ist Ziyu He mit dem Münchner Rundfunkorchester und dem Violinkonzert in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart.
Musik.